Juhu. Kamera laufen? Kamera laufen? Super, super. Ja, Grützerli, sagt man in der Schweiz. Und wir sagen Servus? Ich weiß nicht. Joe Kreisel, Freeman Austria, Sprachwissenschaftler, Musiker und ich glaube noch vieles mehr, von dem wir noch gar nicht so wirklich wissen. Das Ganze, wie heißt es, das Wesentliche im Ganzen oder das Ganze im Wesentlichen? Dein Thema? Wir haben gesagt, wir nennen diesen Vortrag das große Ganze im Wesentlichen, damit das endlich aufhört. Das einmal gesagt ist, dann kennt sich jeder aus und dann brauchen wir nicht mehr reden. Ich freue mich, dass du hier bist, Joe. Wirklich. Und lange haben wir nichts gehört von dir, aber gelesen hat man einiges. Und ich bin gespannt, was du uns heute alles verraten möchtest überhaupt. Podium ist ja heute Abend auch noch da. Konzentriere dich jetzt mal auf deinen Vortrag. Und wir sind mal ganz ins Ohr. Und ein Applaus natürlich auch, ist hier sehr gerne gewünscht. Und begrüßen wir Joe Kreisel. Hallo. Danke, Klaus. Danke, Klaus. Gleich zum Anfang, also zu meinem Anfang, ich mache das im Sitzen, weil es gemütlicher ist. Danke. Jetzt die Kameras gleich oben richten. Sorry. Ja, super, danke Klaus, danke Okitalk, super, dass das gibt. Muss man auch zuerst einmal tun. Weißt, reden dann eh so viel, aber dass man das einmal auf die Füße stellt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir uns da treffen bei der Landjugend im Blindenmarkt. Nein, beim Oldtimer-Museum. Und Blindenmarkt ist auch passend, finde ich. Gerade für diese Zeiten, wo der Mensch planlos und blind umeinander rennt und auf der Suche nach irgendeiner Lösung war, die ihm aus seinem Schlamassel ausreißt. Aber ihr kennt doch alle die Geschichte vom Baron Münchhausen, oder? Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass man das selber tun kommt. Dass man sich selber aus dem Schlamassel ausreißt. So wie der Ingenieur Robert Luca vorher so schön gesagt hat. Dass es letztendlich beim Einzelnen liegt, wie es weitergeht. Und dass von oben herab wahrscheinlich die Lösung nicht so schnell kommen wird, deswegen, weil es bisher auch nicht so war. Scheiße. Gut, was kann jetzt der Einzelne tun, wie man so schön sagt? Weil reden dann eh viel und gehört haben wir auch schon so viel, wir wissen so viel, es gibt so viele Experten und alles. Aber was könnte man eigentlich tun? Muss ich mir jetzt was einfallen lassen und muss die Idee durchbringen, durch alle Instanzen, durch alle Schwierigkeiten, die man mir in den Weg legt, gegen alle Kritiker, was könnte ich tun? Wow, jetzt bin ich auf einmal dumpf, ist das besser so für euch? Ja, 1-2 Soundcheck, ich rede einfach weiter. Gell? Muss ich mir was einfallen lassen? Oder gab es vielleicht schon einen vorgeschriebenen, vorgeschlagenen, vorgesehenen Weg, den ich einschlagen konnte? Weil wenn es ihn schon gab, brauche ich ihn nicht erfinden. Und vor allem, ich brauche nicht darum kämpfen, dass man ihn auch erkennt. Mein Weg. Ist ja viel zu mühsam. Ja, und das artet eh schon wieder aus. Wir wollten ja anfangen zuerst einmal. Anfang heißt Welcome to Freedom bei mir. Diese wunderschöne Illustration, wo drauf steht, what the fuck. What the fuck ist eigentlich los? Kennen Sie überhaupt nur wer aus? Was ist los? Wie geht's? Was tun wir? Neuwahlen. Neue Wahlen. Wir brauchen neue Wahlen. Und dann ist wieder nichts anderes. Hast du wieder verwirrt. Scheiße. Kannst wieder auflegen. Hat wer einen Plan? Gut, dann verzögere ich meinen. Der Vortrag heißt, wie gesagt, das große Ganze im Wesentlichen. Das Destillat, das Wichtigste, das große Ganze im Wesentlichen. Man könnte sagen, das Wesentliche im großen Ganzen. Und dann ist die Frage, gibt es da einen Unterschied? Was war der Unterschied? Ist beides wichtig? Also, dass es ein großes Ganzes gibt, darüber sind wir uns hoffentlich einig. Dass alles ein großes Ganzes ist. Möchte irgendwer widersprechen von den Massen, die anwesend sind? Traut sich wer? Gut. Kann man das erkennen?
Oder ist das für euch nur irgendein, sagt man schon. Gut. Ich habe da jetzt das Yin und Yang Zeichen hinzeichnet, weil das steht irgendwie so schön für das große Ganze. Hälfte, Hälfte, Hälfte hell, Hälfte dunkel. Die Dualität, man konnte dann auch die Polarität suchen gehen. Das große Ganze, das hängt laut meiner Forschung ein bisschen mit der Sonne zusammen. Sonne, 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 Sonne. Die zeigt uns das. Einmal im Jahr macht Sonne einen Kreis und dabei ist einmal hell und einmal finster. Hell heißt Frühling, Sommer, finster heißt Herbst, Winter. Wir kennen auch das am Tag, jetzt ist hell, nachher ist finster. Das ist das andere. Jeder von uns hat, ist sowas. Er ist auf der einen Seite hell und auf der anderen Seite ist er finster. Und hell heißt das schon Hölle. Hölle, Hölle. Und das andere ist finster. Du warst der Himmel. Ja. Und trotzdem warnt man uns vor Sonne. Man sagt, Achtung Sonne, gefährlich Sonne. Vielleicht stimmt das gar nicht. Das sollte man sich einfach fragen. Alleine unter dem Aspekt, dass Free Man, wenn man das aufbuchstabiert, dann heißt das, frag ruhig einfach einmal mehr als normal. Das war die erste Aufforderung, Free Man. Einfach einmal mehr fragen. Das ist ein wenig spooky für mich da herin jetzt, weil ihr seht es ja nicht. Aber in dem Raum sitzen mehr quasi tote Viecher wie lebendige Menschen beim Zuhören. Das ist witzig. Überall tote Viecher. Und ein paar lebendige Menschen. Schräg. Und Schießgewehre und alles. Ja, schräger Rahmen. Okay. Yin und Yang nennen wir es, die zwei. Wir könnten auch sagen, Kain und Abel, die zwei. Die zwei streitenden Wölfe. Die zerstrittenen Brüder. Und wir können auch sagen, die verliebten zwei wie Samson und Delilah. Das waren auch die zwei. Oder Adam und Eva. Zwei Kräfte, zwei Klänge, die miteinander was zum tun haben. Weil würde ich mir zum Beispiel in der Badewanne untertauchen und sie selber zuhorchen, dann hört man zwei Klänge in erster Linie. Das eine ist das Wasser in der Badewanne. Habt ihr es schon mal da? Wer hat das schon mal ausprobiert? Du hörst erst einmal das Wasser. Und das Wasser, der Franzose weiß, wie das heißt, das ist ein ganz tiefes So macht das Wasser. Jetzt kommt gerade der Hubschrauber dazu, ist auch geil. Motorrad. Das ist das Wasser in der Badewanne. Und in dem O hört man immer wieder diesen Herzschlag, den man ja im Wasser hört, und das macht K. 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 Probiert es aus. Und dieses K, K ist alle Kraft im Universum. K. Die konstante Schubkraft des Herzens. K. Ich kann, ich kann, ich kann, ich könnte, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann. K. Kaputt, oje. K. In. K. In. Und ab L. Die zwei Klänge sind das. K. In, ab L. Auf Englisch heißt es Cain. Cain and Abel. Cain and Abel. Und wenn man die zwei miteinander verschweißen tat, nicht kein und respektive oder aber oder Abel. Nein, kein Abel. Einfach zusammen tun, miteinander verschmelzen lassen. Und das heißt halt auf Englisch Cain Abel. Cain Abel. Cain Abel einschalten. Um das geht's. Herz einschalten. Ja, und es dreht sich alles im Kreis. Das wissen wir, es geht im Kreis. Ich bin ja der Kreis L. Kreis. Jack, was kommt jetzt? Ich sehe es selber nicht. Kommt überhaupt was? Da kommt was, genau. Die Grafiker unter euch,
Ich muss euch jetzt kurz abholen, das ist nur die Einleitung, gell, was ich da jetzt erzähle. Die Grafiker unter euch wissen vielleicht, dass man mit Hashtag Farben definieren kann. Zum Beispiel ist die Farbe schwarz definiert Hashtag 000000. Kann man das lesen? Das ist eine schwarze Fläche und da steht drauf Hashtag und dann 6 Nuller. So definiert man grafisch die Farbe schwarz. Das war das Dunkle. 000000. Und weiß definiert man Hashtag 6F. Wolltest du was Bestimmtes? Ich habe nur den Bildschirm hingerichtet, dass du es besser siehst. Ah ja, super, danke. Hey, voll geil, danke, mega. Ja, Ober. Danke, Herr Ober. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Toshiba. Shiva, kennen wir ja. Brahma, Vishnu, Toshiba. Okay, also ich wollte euch darauf hinweisen, dass die Grafiker einen Code haben, wo 6 Nuller sind und daraus ein Schwarz wird. Und ein macht weiß. Merkt euch das. Weißes Licht, Andreas, das ist doch spannend. Ja? Ist weiß. Da stehen jetzt ein paar Sachen dabei. Bei dem Yin und Yang, schwarz und weiß, das sind zwei verschiedene Qualitäten. Und ich muss euch das so vorlesen, was da steht. Bei Yang, das ist weiß, da stehen Eigenschaften wie zum Beispiel positiv, Sonne, Licht, Himmel, Aktivität, Freiheit, darüber, Hitze, Generation. Das steht da, bei Weiß. Feier. Und bei Yin, bei Schwarz, also lauter Nuller, steht negativ, Mond, Dunkel, Erde, passiv, Wasser, darunter, kalt, Wachstum. Nuller, lauter Nuller. Numerologen wissen, ein Nuller steht für Potenzial. Da ist alles drin. Aber man weiß es halt nicht. Wie ein Ei. Pickerpockernei. Also es geht jetzt um eigentlich nichts anderes als ihr kennt das, was das heißt. Aber die Nuller stehen für Potenzial, geistiges Potenzial. Jetzt müssen wir die zwei verbinden. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist quasi das große Ganze im Wesentlichen. Das war die Einleitung. Bitte passt auf. Nicht schwätzen. Jetzt kommt's. Genau. F und auch mental. F und auch mental. Das betrifft euch jeden. Das ist nicht eine neue Geschichte, sondern das ist das. Das ist das. F. Dazu mal assoziieren, bitte. Assoziieren, was das heißen könnte. Weil in jedem von euch entsteht gerade ein Bild, ein F mit drei Strichel dran. Was heißt das? Da ist jeder programmiert irgendwie. Lasst uns mal ein bisschen brainstorming. Man kann es nicht lesen, was da steht Assoziationen. Das Assoziieren, was heißt das? Heißt das FIFA vielleicht für Fußballspieler? Fuck. Fall, Flug, froh, frei, Freude, darfst du nicht sagen. Das ist einer Pfü. F. Also das F kann was. Kleine Kinder. Wisst ihr es noch früher, wie wir kleine Kinder waren? Ich kann mich auch nicht erinnern. Aber wenn man heute zuschaut, sieht man, kleine Kinder wissen ganz genau, was er kann. Du brauchst nur ein Windradl nehmen und vor das Kind hinhalten. Und das Kind wird zu dem Windradl sagen,
Warum? Gibt es ein Wesen, es geht ja ums Wesentliche, gibt es ein Wesen in dem Klang? Hat darüber schon mal wer nachgedacht? Warum nicht? Das heißt, selbst laut und Mittäter, Mitklinger, Konsonant. Das sind alles wir. Selbst laut. Auf gescheit heißt das Vokal. Das ist eine Ortsangabe. Da sollte man sich informieren. Was heißt das? Von was redet der? Spinnt der? Ja, das sagen viele. Habt ihr eh schon gehört? Der Freeman spinnt. Staatsverweigerer und so. Die kann alle eingesperrt. Kennt ihr das? Sagt ihr das? Also die reden oder die den Staat verweigern? Über das müssen wir reden, weil, wisst ihr, das ist ernst. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Weil da sitzen Menschen echt im Häfen. Echt. Nicht das habe ich gehört, sondern das ist echt wahr. Unsere Freund, wo du fragst, warum? Die haben ja nichts getan. Das wissen wir jetzt nicht, was mir einer vorwirft. Kann man einem was vorwerfen? Kann man wem vorwerfen, dass er sagt, ich möchte da nicht mehr dabei sein, ich mache mein eigenes Ding, lasst mich alle in Ruhe, ich bin keine Gefahr. Darf man das verbieten? Bitte Hände hoch. Ne, schwer zum Sagen. Die Karin Kneißl hat über Neusprech gesprochen, das war 1984, ne? George Orwell. Da hassen wir, in dem Märchen hassen wir Gedankenverbrecher. Darf man Gedanken verbieten? Wo es doch das schöne Lied gibt, ne? Genau. Ja, Habitäre. F. Was fällt uns nur ein zum F? Wir dann dabei nur assoziieren und merken gerade, dass da irgendwas ist, was ich noch nicht gewusst habe. Vielleicht. F. Die eine Folie, das können wir sich eigentlich da jetzt rexen, weil das kann man nicht lesen. Das war jetzt die hebräische Erklärung von einem F, wo das herkommt. Kann wer von euch Hebräisch? Wisst ihr, dass es im Hebräischen für jeden Buchstaben auch einen Zahlenwert gibt? Gematrie. Und du kannst, da gibt es so Videos auf YouTube, schaut euch das einmal an, wenn euch fad ist. Du kannst 1,5, 2, 3 Stunden über einen Buchstaben reden auf Hebräisch. Also eh auf Englisch, aber die reden über den hebräischen Buchstaben, 2 Stunden lang. Was das heißt, warum und Gott und Schöpfung und alles und Ding, Symbol, geht schon, Zahlenwert. Und dasselbe haben wir natürlich auch, nur uns hat man es nicht erklärt. Ist ja nichts anderes. Es lohnt sich. F, wir wissen zum Beispiel, das F, die Feuerwehr schreibt sie das hin, ne? F, Feuerlöscher. Da brennt was mit F. Da rührt sich was. Ein Luftballon geht aus mit F. Eine Kerzenblase aus mit F. Da ist Druck drin. Und wir alle kennen das F. Wer auf Facebook ist, ist auch so ein F. Und wenn man sich das F anschaut, dann ist das eigentlich die Darstellung von einem Menschen, der auf sein iPhone schaut. So eine gebückte Haltung. F. Ich folge. F. Was macht F? Was ist F? Ihr habt ja vielleicht schon gehört, dass sich der Herr Zuckerberg mit dem Papst getroffen hat. Und ob sie es glaubt oder nicht, aber das hat was miteinander zu tun. Das ist Facebook, das ist viel katholischer, als ihr alle glaubt. Weil die machen sogar Werbung damit. Ich kann euch das sagen, das ist ein Logo, das finde ich auf Dings. Das ist Adam und das FA. Genau, Adam und FA. Das macht das, Adam. Adam, das lenkt uns als Menschen. Das ist,
und sagst, so tun wir, das ist super. Adam und Eva, das tun wir, wenn wir nachdenken und überlegen, ob das einen Sinn macht, einen Wert hat. Eva luieren. Valorisieren. Val. Der Wert. Da, wo es um Werte geht. Der Adam kennt das nicht. Der Adam hat nicht einmal einen Sinn. Der sagt nur, so tun wir. Jede Pflanze wächst nach dem Prinzip Adam. Hat zwar keinen Daumen, auch keinen grünen, aber sagt Adam. Am. Liebe, Freundschaft. Ami. Da, wo es gut ist, da, wo es zusammenpasst. Am. Ich fühle mich wohl. Ma. Genau. Adam, Eva. Jeder ist dabei. Die meisten sind aus der Kirche austreten und spielen Adam, Eva mit Facebook und wissen es gar nicht. Und so gesehen ist die ganze Welt viel katholischer, als ihr alle glaubt. Gell, die Mädels da hinten. Die machen wir auch noch katholisch. Ja, sind sie ja schon, wissen sie nicht. F. Mit dem O-Ton. Würde man das F mit dem O-Ton zusammenschustern, dann kennen wir das F als Lichtbild. Und hast dann O-Ton, hast O-T, F-O-T. Und macht Licht. Photon, einschalten. Lichtaktivierung, Photon. Mit ein ausschalten, off, on, phone, on, das hört man. Also Fot sieht man, phone hört man. Was ist F? Schaut, dass man das nicht sieht. Da steht drauf, liebe Mathematik, ich habe es satt, die unbekannte X zu suchen, akzeptiere einfach, dass sie verloren ist, alles Gute. X ist unbekannt, wie wir wissen. Und jetzt haben wir einen unbekannten Effekt von F. Und das müssen wir erforschen. F, da gibt es ein super Logo von Autorennbahnen. Reales F on X. Und F on X kann man anders hinschreiben. Und das heißt dann Phonics. Phonics, das hört man. Kann wir Englisch? Phonics. Ein Konjunktiv davon, von Phonics, ich höre etwas. Man müsste eher sagen, ich nehme etwas wahr, weil da ist ja Licht auch dabei. Phot. Phönix. Phönix. Der Vogel, der aus der Asche aufsteigt. Die Wiedergeburt des Toten. Und darum gibt es ein Buch, da steht drinnen, wer Ohren hat, der höre. Nicht, wer schreiben kann, der schreibe. Sondern wer Ohren hat, der höre. Es klingt alles so witzig. Aber es ist viel tiefer und ernster, als wir alle glauben. Weil, wie gesagt, da sitzen tatsächlich Leute im Häfen deswegen. Weil sie frei sein wollen, weil sie Mensch sein wollen, wesentlich teilhaben wollen am ganzen Leben und nicht als Fiktion durch die Gegend rennen. Ja, und damit ihr mir glaubt, dass es mehr Sinn hat, mehr Tiefgang hat, als dass wir nur oberflächlich da umeinander kratzen, diese Abholung. Wer Ohren hat, der höre. Augen auf, das sind die Nuller, die Schwarze sind die Augen und das andere sind die Ohren. On Ethics. So heißt der Vortrag. On Ethics. Es geht um Moral. Phonetics. Schräger Zusammenhang. Yang und Yin. Also nur mal zur Überschrift. Das große Ganze im Wesentlichen, die große Ganze im Wesentlichen, konnte man auch Phönix nennen. Als weiblicher Phönix nennt man Gans. Die große Ganze im Wesentlichen. Wesen. Was stellt sich hier vor unter einem Wesen? Lasst kurz in euch ein Hirn das Wort Wesen erklingen und schaut euch das Bild an. Was ist das? Was ist ein Wesen?
Kann man das erklären? Mama, was ist ein Wesen? Wie schaut das aus? Kann man das angreifen? Zum Beispiel das Forstwesen oder das Finanzgesundheitswesen. Was ist das? Wesen. Wesen. Ist vorbei. Wesen. Was war? Über was reden wir eigentlich? Jeder hat im Kopf irgendwas jetzt da schweben. Man kann es leider nicht lesen, daher werde ich es euch auch nicht vorlesen, weil das ist mir zu mühsam jetzt. Da kann man auf Wikipedia nachschlagen, was das heißt, Wesen. Da steht dann da die Beschreibung des Zustands, des Seins, bla bla bla. Um das geht's. Und ich möchte es mit euch jetzt kurz ein bisschen austesten, was mir da als Wesen, es geht ja um das Wesentliche, nicht das Persönliche, das Wesentliche, Selbstlaut, Selbsterkennung. Wir wollen das ein bisschen erforschen. Frei nach dem Motto, erforsche dich, erkenne dich, gnothisauton, auf Griechisch. Hast du so viel wie, erkenne dich selbst. Gnothisauton. Gnothi ist witzig, ne? Da hört man schon ein bisschen, man weiß etwas, die Gnostik. Gnothi. Saoton. Seinen Originalton, konnte man das übersetzen. Erkenne dich selbst. Daniel Drüsendieb, der ist sowieso super. Ich hoffe, ihr habt alle das gelesen damals. Das war der mit den Erfindungen. Ja, erkenne dich selbst, ich habe da noch einen Spiegel dazu da. Chuck, Spiegel. Spiegel von Sonne in dem Fall, das passt gut. Erkenne dich als solares Wesen. Solar. Ready to fill. Echolar. Ja, solares Wesen, da ist nichts drin ursprünglich. Solar. Die Frage ist, wer schenkt ein? Wer schenkt ein? Ist es reiner Wein? Oder ist es irgendwas, irgendeine Geschichte, irgendeine Fiktion, irgendein Märchen, irgendwas? Ja, solare Wesen ist das wurscht. Die lernen das und dann das und sagen Ja und Amen. Bis sie einer reicht. Und dann wollen sie einen Ausgang. Weil jeder ist ja nicht gewalttätig. Der Ausgang muss ja auch friedlich möglich sein. Ha, schade, dass man das alles nicht gescheit sehen kann. Ah. Seht ihr, was da drauf ist auf dem Büdel? Das ist voll die komplexe Darstellung vom menschlichen Körper mit allen möglichen Chakren und Dings und alles und hingeschrieben und Sternzeichen und Organe und alles. Bilder gibt es auf Google und Dings, hey, schaut sich um. Es ist alles da, ihr braucht es nur suchen gehen. Der Bildschirm ist eigentlich, dem ist das wurscht, was er euch sagt. Es ist euch ein Geist, der sich das aussucht, was er sich gerade auf Google anschaut. Und das kann man jetzt, erforscht das. Da gibt es so viel Wissen, das ist so spannend, aber eigentlich kann man sich da auch voll verlieren, um das geht es ja gar nicht. Themenwechsel. Assoziieren üben. Wir lesen das Wort Tisch. Tisch. Ja, das funktioniert, das sonst ruhig. Warum? Tisch. Ich habe nur Tisch gesagt. Jeder von euch hat jetzt im Kopf ein Bild von einem Tisch. Stimmt's? Hoffentlich. Nur keiner weiß, wie der Tisch vom anderen ausschaut. Und trotzdem hat jeder in seinem Kopf einen Tisch. Also was ist jetzt ein Tisch? Ist ein Tisch ein bestimmtes Ding oder ist ein Tisch vielmehr nur die Beschreibung, Definition von einer Funktion von was? Als was ich was verwende? Ein Tisch. Ja, wie definiert man einen Tisch? Lest es noch, auf Wikipedia steht es, kann man es nachlesen. Was ist ein Tisch? Ah, witzig. Tisch. Irgendein Ding halt, ja. Ein T auf jeden Fall. Schaut eh aus wie ein T von der Seite. T. Ah, klingend, ja. Nächstes Beispiel. Vase. Vase.
Jeder kurz im Kopf nachschauen, Vase aktivieren. Was ist das? Ist das ein Ding oder ist das eine Funktion? Höre ich Funktion, höre ich Ding? Es ist im Endeffekt nur eine Beschreibung von einer Funktion, von was? Von einer Bestimmung. Ich kann eine Kaffeetasse zur Vasen erklären. Also der Geist, das ist eine reine Information für den Geist, als was ich was bestimme. Nächstes Beispiel. Rot. Ist Rot nur eine Funktion? Ist Rot eine Qualität? Ist Rot eine Farbe, eine Reflexion, eine Assimilation? Rot. Rot halt. Aber das kann man nicht angreifen. Und jeder weiß, was es ist. Also es beschreibt im Geist wieder irgendeinen Winkel. Rot ist ein Winkel im Licht. Rot. Das ist ein Winkel im Licht. Eine Winkelverschiebung. Dispersion von Licht. Das macht Rot. Und gegenüber, genau auf der anderen Seite von Rot, ist Blau. Also Rot und Blau sind genau dasselbe wie Yin und Yang. Jeder Wasserhahn weiß das. Das ist nicht dasselbe. Das eine ist heiß, das andere ist kalt. Und wir beschreiben einen Effekt, der heißt O-Ton. Rot. Wir beten darum, dass wir in der Früh aufwachen dürfen. Und das heißt dann Bewusstsein aktivieren. Rot. Am liebsten jeden Tag. Unser tägliches Rot. Gib mir heute. Das heißt doch nicht, lass mich nicht verhungern. Das heißt, lass mich aufwachen. Nur als alternativen Denkansatz. Das ist keine Behauptung. Rot. Kann man auch definieren. Leider sieht man es nicht. Nächstes Beispiel. Assoziationen. Was fällt euch dazu ein? Hänsel und Gretel. Märchen. Da steht's. Es war einmal ein armer Hausholzhauer, der lebte mit seiner Frau und seiner bla bla bla. Hänsel und Gretel. Kennt es jeder von euch? Ja? Ja. Hört ihr mich? Ja, sehr gut. Hänsel und Gretel. Ein Märchen. Was ist ein Märchen? Assoziieren. Was ist das für ein Wesen? Das Wesen von so einer Geschichte. Was ist das? Das ruft in uns was ab und automatisch, so wie bei Vase oder bei Auto oder Sessel, kommt eine Funktion. Und diese Funktion heißt in dem Fall eine ganze Geschichte. Und diese Geschichte ist definiert. Die ist ja in sich schlüssig durchdefiniert. Da gibt es die ganzen Protagonisten. Sieht man schon. Da kommen sie. Hänsel, Gretel, Eltern. Was steht da? Hexe, Wald, Knusperhäuschen, Lebkuchen. Das müssen wir alles, das muss alles da sein, weil sonst ist das Märchen nicht komplett. Gut, da wir alles durchdefinieren, was gibt es alles? Es gibt einen Ofen und in dem weiteren Verlauf gibt es ein Knöchelchen. Und alle diese Sachen vom Märchen, nur das Märchen bitte. Jetzt stelle ich euch die Frage zu dem Märchen, jeder kennt es. Gibt es innerhalb von dem Märchen eine Prinzessin? Kennt das Märchen Hänsel und Gretel eine Prinzessin? Nein. Stehen die anderen auch schon da? Mein Gott, nein. Stehen schon da, genau. Kennt das Märchen eine Rettung für die Kinder? Ein Jugendamt? Kennt das Märchen einen Pfarrer? Oder kennt das Märchen einen Staatenbund? Oder Königreich Deutschland? Kennt das Märchen das? Nein, das Märchen kennt das nicht. Und das ist das Problem von all diesen Menschen, die jetzt gerade im Häfen sitzen.
Das war der Ansatz, dass man in ein bestehendes Märchen was dazu schreibt. Das funktioniert nicht. Du kannst in ein Märchen, wenn du es verlassen willst, musst du ausschließlich damit umgehen, was das Märchen selber anbietet. Du musst halt suchen gehen. Aber wenn das Märchen das nicht kennt, du kannst beim Hänsel und Gretel passt nicht mit einer Prinzessin daherkommen. Du sagst, ich bin die Prinzessin, die werden sagen, wer bist du, wir kennen dich nicht. Die gibt es gar nicht bei uns. Ja, aber es ist ja nur ein Märchen. Jetzt ist es halt so, wenn der Hänsel sagt, weil die Hexe so gemein ist und der Hänsel ist ja im Käfig. Weil die Hexe so gemein ist, sagt der Hänsel irgendwann, liebe Hex, weißt du was, ich habe mir das überlegt, ich habe mir jetzt einen eigenen Ausweis bastelt, da steht drauf Jäger und ich bin jetzt nicht mehr der Hänsel, ich bin doch nicht meine Person, ich verweigere den Käfig, ich bin jetzt ein Käfigverweigerer. Der Hänsel erklärt sich zum Mitmachverweigerer. Klassischer Freeman-Effekt. Wie gelingt es dem Hänsel, dass er das der Hex so klar macht, dass sie es akzeptieren muss? Dass man das Märchen beendet, bevor es aus ist. Freiwillig aus Liebe zum Leben. Dass man einfach aussteigt aus einem Märchen. Wo man sich denkt, das geht den Bach runter. Das Schiff fährt an die Wand, oder wie man sagt. Wie sagt das ihr, der Hänsel, wenn er sie zum Käfigverweigerer erklärt? Einfach über Möglichkeiten nachdenken, das möchte ich euch bitten. Nächste Assoziation, Österreich. Was kommt jetzt im Kopf für ein Bild, wenn es heißt Österreich? Was ist das? Fiktion. Das ist seine Meinung. Fiktion, Österreich. Ja, wo passiert Österreich? Ist das das da? Das da draußen? Ist das ein österreichischer Regenwurm? Weiß der das? Wo geschieht Österreich? Wo findet es statt? Wo findet zum Beispiel die Uhrzeit statt? Oder das Datum, der Kalender? Wo findet der Kalender statt? Ne? Am Himmel oder im Schädel? Genau. Österreich. Ich habe da wieder was rausgeschrieben, das ist von irgendeiner GV-Seite und da steht drittens Österreich als Rechtsstaat. Also wir können Österreich ja vieles nennen und manche sagen, ich glaube, dass Österreich gar nicht gibt oder so, das habe ich ja nie gesagt. Wir müssen jetzt nur sortieren, was es wirklich ist und dann können wir es dementsprechend behandeln. Sollte es krank sein. Die demokratische Grundordnung Österreichs, Österreich als Rechtsstaat. Was ist ein Rechtsstaat? Kann man öffentlich nachlesen. Österreich erklärt das selbst. Für das Zusammenleben von Menschen, Wirtschaft und Institutionen brauchen wir Regeln. Diese Regeln bilden die rechtliche Ordnung. In Klammer ist gleich Rechtsordnung. Eines Staates. Das erste Merkmal eines Rechtsstaates ist, dass die Rechtsordnung für alle gilt. In einem Rechtsstaat müssen sich nicht nur die Bevölkerung sowie die Unternehmen, Vereine und Verbände an die Rechtsordnung halten, sondern auch der Staat selbst. Bla 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 bla, geht's noch weiter. Hey, geil! Gut! Gilt für alle. Das heißt, das ist nicht. Es gilt. Und die Tatsache, dass es gilt, beweist, dass es nicht ist, weil wenn es wahr hat, braucht es nicht gelten. Es gilt. Gilt hast du ja Schuld eigentlich. Ja, sollen wir von der Erbsünde weiterreden jetzt oder was? Nein, das geht zu weit. Wir wollen die Kirche außen vor lassen, weil das ist getrennt. Kirche und Staat, wie wir alle wissen. Lasst uns einfach weitergehen im Thema. Definition. Was ist das? Was für ein Wesen? Es geht ums Wesentliche. Was für ein Wesen steckt hinter dem Klang Definition? Definition. Er hört schon wieder einen Taubstummen. Einen Tauben. Def. Defin. Defin. Fin hast doch Ende. Irgendwie. Und de hast irgendwie, wenn es vorhin steht, weniger. Zum Beispiel degradieren oder demontieren, deeskalieren. Demokratie und so, das kennen wir, das heißt immer weniger. Defin, weg,
Grenze. Man könnte sagen Abgrenzung. Definition Abgrenzung. Ja, wunderbar. Die Definition grenzt jeden Charakter, jedes Wesen in so einem Märchen vom anderen ab, damit eindeutig klar ist, was gemeint ist und wie es gemeint ist und was nicht gemeint ist. Weil sonst kennen wir sie ja nicht aus. Jeder hat im Kopf einen anderen Tisch. Wir müssen es genau hinschreiben, was damit gemeint ist, dass das funktioniert im Außen. Sonst geht das nicht gut. Also schreiben wir es hin, definieren es. Definition. So, jetzt gibt es einen Satz, der heißt, den findet man im kanonischen Kirchenrecht, das ist diesen Satz. Und jetzt brauchen wir die Kirchen kurz, müssen wir es uns ausleichen. Dieser Satz lautet, ein Verwaltungsakt ist zu verstehen gemäß der eigenen Bedeutung seiner Worte und dem allgemeinen Sprachgebrauch. Hoppala. Es gibt also eine eigene Bedeutung der Worte und den allgemeinen Sprachgebrauch. Was heißt es? Naja, Frage, was ist eine Mutter? Verstehst, was ist eine Mutter? Ja, das ist die Frage, was meinst du jetzt? Meinst du das mit dem Mama, Mama oder das mit dem Schraufen? Weil witzig, die haben beide einen unterschiedlichen Konjunktiv in der Mehrzahl. Das eine wird zu Mütter und das andere wird zu Muttern. Wir sind schon schräg gewesen und wir haben über das noch nie nachgedacht. Aber das klingt, das hört man, wer Ohren hat, der höre von Ethics. Apokalypse heißt das eigentlich, ne? Apoka, öffne Kraft im Herzen, Lipse, drücke dich aus. Lip dich. Lip. Ja, das findet man im kanonischen Kirchenrecht. Also brauchen wir, die eigene Bedeutung der Worte, das wollte ich damit sagen. Nicht, was ich glaube, dass ein Tisch ist, sondern ich brauche die eigene Bedeutung und die steht halt in diesem wunderschönen Facebook-blauen Facebook-Wörterbuch. Das juristische Wörterbuch. Bitte, ihr braucht das. Sonst versteht ihr es nicht. Ihr kennt die eigene Bedeutung der Worte nicht. Als Beispiel kann man dazu erwähnen, klack, 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 das Wort Straße. Jeder im Kopf Straße abrufen. Wer mit dem Auto da ist, tut sie leicht. Bilder zu Straße, danke, bitte. Ja, aber angenommen, wir sitzen nicht auf der Straße im Auto, sondern wir sitzen am Pokertisch. Straße, was ist eine Straße? Ja, das kommt darauf an, was du meinst, wie du es definierst. Das musst du niederschreiben. Beim Pokern, das ist genau definiert, was eine Straße ist. Und das andere ist auch definiert, das heißt dann Full House oder Drilling oder so irgendwas. Ich tue das nicht. Aber versteht ihr, das ist alles genau definiert. So ist es gemeint. Und das meint nicht das, was man draußen als Straße glaubt mit den Autos. Nein, das ist ein eigenes Ding. Klingt gleich Straße, meint aber ganz was Eigenes. Und genau so, das steht alles da drinnen, geht es uns im Rechtssystem. Das Rechtssystem hat eigene Bedeutungen, die man wissen sollte. Weil nur dann kann man mitreden. Wir wissen ja normalerweise nur, die Juristen verstehen das. Ne? Das ist Advokatendeutsch. Da gibt es ein Wörterbuch. Und da wird es aus dem Staunen teilweise nicht mehr rausgekommen. Ich kann das nur jedem empfehlen. Recht. Sind wir eh schon da. Ist eh Recht. Sagen manche vielleicht schon. Recht. Jeder hat in seinem Kopf jetzt wieder eine Bedeutung, ein Wesen von dem Klang Recht. Hoffentlich. Und im Recht selbst ist Recht definiert. Also brauchen wir nicht streiten, was der Einzelne darunter versteht, wir brauchen nur lesen, was es bedeutet. In der Definition. Und da steht jetzt, Recht ist der zentrale Begriff der Rechtswissenschaft, der so komplex ist, dass er sich außer als das Richtige nicht mehr
einheitlich bestimmen lässt. Und dann geht's weiter. Blablabla. Lest es euch selber durch. Als Hausübung. Das Richtige. Aha. Ja, was ist das jetzt? Ne? Das Richtige. Aber um das geht es beim Recht, dass das richtig ist. Da steht nicht, Recht ist der zentrale Begriff der Rechtswissenschaft, der so komplex ist, dass er sich außer als das Sichere nicht nennt. Nein, nein, nein. Es geht nicht um Sicherheit. Es geht um Richtigkeit. Ist es richtig, was da passiert? Nicht, ist es sicher. Rechtssicherheit ist wichtig, aber es gibt einen Grundsatz, der heißt Rechtsrichtigkeit vor Sicherheit. So gesehen ist alles so geil, dass es alles schon da steht. Ich habe ja nichts dazu geschrieben, sondern es steht alles da drinnen. Man könnte eigentlich sagen, wenn du es so willst, es ist ja der Mensch definiert. Mensch, was ist ein Mensch? Was versteht das Rechtssystem unter einem Menschen? Nicht der Einzelne, sondern was ist definiert im Märchen? Ja, Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zum Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Ja, super. Der Mensch steht gegenüber vom Staat, hat irgendwelche grundlegenden Rechte und ist der Mittelpunkt. Wunderbar. Das Problem ist Verstand und Sprachvermögen. Das muss ich euch leider so hinschmeißen. Sorry. Der Spiegel im Außen in der Gesellschaft heißt nicht sinnerfassendes Lesen. Und der andere Spiegel im Außen heißt Deutschkurse für Flüchtende. Es geht um Sprache und Verstand. So ist der Mensch definiert. Wer als Mensch erkannt werden will, muss Sprache und Verstand aktivieren. Kann Zettel schreiben. Apropos, ich weiß nicht, ob er noch da ist, der Robert Luca, aber er hat vorher so schön davon gesprochen, dass die Oppositionen miteinander irgendwelche 3.500 Anträge eingestellt hätten. Oder? Und was ist daraus geworden? Nix. 3.600 sinnlos gestellte Anträge, wo jeder Nationalratsabgeordnete, egal ob in der Dings oder drüben, 8.500 Euro 14 Mal netto im Jahr verdient. Auf Staats- und Steuergelderkosten. Ne? 3.600 Anträge, die nichts gebracht haben. Ich möchte dazu nur beiläufig erwähnen, dass ich seinerzeit vor circa 6 Jahren einen Brief geschrieben habe. Und der hat alles verändert. Mensch ist definiert. Freeman ist eigentlich definiert im Rechtssystem. Wisst ihr das? Freeman, es wird ja so viel geredet und es wird ja so viel geschrieben. Aber angenommen, es betrifft jeden von euch und ich behaupte einfach einmal, dass das tut, dann ist nur die Frage, wann fängt er an, sich damit zu beschäftigen? Nicht, ist das was für mich oder nicht? Das ist so wie Schwimmerlerner irgendwie, ne? Ja, Schwimmer. Jeder Mensch sollte schwimmen. Er kann eh schwimmen von Haus aus, aber er glaubt, er kann es nicht. Jeder Mensch ist eigentlich Freeman von Haus aus, nur er weiß es nicht. Freeman müsste man so definieren im Köbler. Freeman ist der sich zur geistigen Sittlichkeit bekennende Mensch, welcher sich unantastbar als moralische Person in Freiheit und Selbstbewusstsein selbstbestimmt und in der Umwelt auswirkt. So ist der Freeman definiert. Er steht nur noch nicht drin, als Freeman. Aber alles andere steht schon drin. Die vorgeschriebene Rolle des Menschen für den Fall, dass Lügner an der Spitze warten. Ich möchte euch kurz erinnern, dass aktuell von Lügnern gesprochen wird in den Medien. Ne? Bezichtigen sie gegenseitig schon tatsächlich der Lüge. Früher war es nur die Unwahrheit. Jetzt ist schon die Lüge. Und für diesen Fall steht im Wörterbuch genau vorgeschrieben, was zu tun ist. Freeman. Ich habe es jetzt so genannt. Man konnte da moralische Person hinschreiben oder sittliche Person. Man konnte da Jesus hinschreiben. Das ist gemeint. Und wer fragt, wie geht Sittlichkeit? Ja, man muss die Bibel lesen. Steht alles da drin. Und das hat nichts mehr mit Religion zu tun, sondern das ist eine Gebrauchsanleitung für menschliches Bewusstsein. Das Handbuch quasi.
Das Handbuch für den Gezeitenwechsel, müsste man es nennen. Nicht Religionsgemeinschaft. Menschenwürde, da steht ja schon der Freeman. Die Menschenwürde ist definiert als der innere und zugleich soziale Wertanspruch. Wahl. Also wenn wir von Wahl reden, da reden wir da von Wert. Und der Anspruch für die Wahl sollte, ja, was soll sein? Ja, Glück und Freude für alle, Kuchen für alle, Rosinen für alle oder so. Der innere und zugleich soziale Wertanspruch, das ist die Verbindung zwischen innen und außen. Da, wo spannend wird, wo ich innen denke und außen handelt. Der innere und zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. Das Rechtssystem gönnt uns das. Wow. Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen, und das ist nicht der Mensch als Bürger, nicht der Mensch als natürliche Person, sondern das ist eine andere Rolle. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen. Und der ist von Natur darauf angelegt, so ist das definiert im Rechtssystem. Das Märchen hat sich das selber so eingeschrieben. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist von Natur darauf angelegt, in Freiheit und Selbstbewusstsein leider, daran scheitert es bei den meisten Menschen, sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Diese Menschenwürde ist unantastbar. Halleluja. Der Freeman ist unantastbar juristisch vorgeschrieben. Die Frage ist nur, ob der Einzelne da steht oder nicht, weil er in geistiger Sittlichkeit sich darstellen muss. Vor dem Rechtssystem. Vor respektive gegenüber vom Rechtssystem. Da steht er. Ich habe einmal zu wenig drauf gedruckt. Egal. Moral. Mo-ra-l. Drei geile Klänge eigentlich, ne? Zwei Süben und ein Ö. Mo. Das heißt so viel wie Bewegung. Mo. Kommt ursprünglich aus dem Om. Als Spiegel von Om macht es Mo und irgendwas bewegt sie. Und dann kommt Ra. Ra kennen wir aus Ägypten als Sonne, Sonnengott. Ra. Aber Hebräisch hilft uns gerade, weil es erinnert uns daran, dass Ra unsauber ist. Schmutzig, gefährlich, böse, uneinschätzbar. Ra. Das Gegenteil von Ra war auf Hebräisch Top. 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 Und das andere ist Ra. Das ist in uns. Einmal Raten und einmal Topten. Zum Beispiel. Ra. Gefahr. Ö. 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 Ist ein rechter Winkel, wenn man so will. Ne? Nichts anderes als ein rechter Winkel. Ö. Genau. Ein mächtiger Klang. Ö. Der Kontakt zwischen Zunge und Gaumen. Zwischen Herz und Hirn. Ö. Ö. Allah. Ö. El-Hayom. Elohim. El. El. Love. El ist super. Li. Li. Liebe. El. I. Verstehst? El und I miteinander heißen Li. Ist doch geil. Li. Licht. Li. Moral. Bewegung, Auge in Gefahr. Ö. Unsere Idee konnte aber es nennen. Ö. Das, was mir einfällt. Ö. Genau. Wink, L. Moral. Ist natürlich auch juristisch definiert. Und hast dort Sittlichkeit. Sittlichkeit. Sitt, das tue ich schon. Im rechten Winkel sitzen. Sittlichkeit in Klammer Moral. Ist die Gesamtheit der inneren auf die, Achtung, Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Deswegen spricht man im Fernsehen gerade von Gesinnungsparagraphen.
Weil es geht um die Gesinnung des Menschen. Nicht, was er sagt, sondern wie er denkt, ist wichtig. Was steckt hinter der Kulisse? Kann man sich darauf verlassen, wenn einer was sagt oder redet er nur? Die Gesamtheit der inneren, auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen, das ist Sittlichkeit. Sittliches Verhalten, so ist es definiert. Das Rechtssystem kennt es genau so. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Das ist jetzt der Jesus, wenn du es zuwüsst. Da kannst du jetzt in Jesus suchen gehen. Nur nach dem Satz. Sittliches Verhalten, ja, wie tue ich da? Das Gute um seiner selbst willen. Und wie das geht, wirst du drüben lesen im anderen Buch. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. So ist es definiert. Und würde ich Recht sprechen können, wenn ich das Recht wäre und eine Stimme hätte, könnte ich sprechen. Recht spricht. Dann müsste ich das jetzt so definieren. Ich müsste das jetzt folgendermaßen vorlesen. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet diese Sittlichkeit von mir. Weil ja ich das Recht bin gerade. Die Sittlichkeit unterscheidet sie von mir. Wer also im Recht ist, kann nicht in der Sittlichkeit sein. Und der Mensch aber nur als geistig sittliches Wesen in Freiheit juristisch unantastbar definiert ist. Versteht ihr das? Es wird schon sickern. Moral. Freeman aus 3 mach 1. Aus 3 A. Moral. Das könnte da die Abkürzung für Motorrad sein, ne? Motorrad. To ist ja nur ein Körper. Ein Spielplatz. To. Motorrad. Und da hört man dann schon raus, dass Moral selber noch nicht alle Lösung ist. Weil auch der Vergewaltiger vergewaltigt in seiner Moral. Versteht's? Moral ist keine Ausrede. Moral heißt gar nichts. Auch der religiöse Fanatiker fanatisiert in seiner Moral. Also ist Moral nicht die Lösung. Moral ist nur der eine Aspekt, nämlich Ra. In uns. Und es wird außen gehandelt. Nur wer macht es? Wer handelt Mo? Also zum Beispiel, wenn man mit dem Auto ganz schnell wo hin und her fährt, ganz schnell und so, und der Sitz hat wer daneben, der hätte ein wenig Angst. Wie würde dieses Wesen in seiner Panik, dass es hoffentlich wieder ein bisschen langsamer wird, zu dem Körper, der gerade ausflippt, daneben sagen? Was darf einer sagen zu wem, der gerade viel schneller unterwegs ist? Vielleicht sowas wie Slow Down. Aber wenn nicht so viel Zeit ist, dann sagst du vielleicht Easy. Hey, easy, 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 ober vom Gas. Easy, Mann, easy. Was heißt das? Wer is, IS? Das habe ich schon gesehen im Fernsehen. IS. Und Jesus fängt auch so an. IS, us. IS, is. I und es. Das sind ja wir. Is, is, ease me, ease my pain, ease me. Mach's ruhiger, besänftige mich, heißt es eigentlich, ne? Ease. Warum sagt er das? Naja, wenn sie auf der einen Seite was zum Bewegen anfängt, durch einen Schwung, der heißt Om. Der Allesbeweger. Om. Das kommt als Mo zum Vorschein und bewegt uns. Mo. Moral. Jetzt brauchen wir einen, der das besänftigen kann. Und wie klingt der? Der klingt nicht Moral. Kennst du es da raten, wie der heißt? Er klingt Israel. Es heißt ja nicht umsonst Judikative.
alles, was recht ist, kommt natürlich von Gott, wer immer das ist. Und wir erinnern uns an Moses. Moses hat damals die sogenannten 10 Gebote mit einem brennenden Feuerbusch aus dem Geist in den Stein reingehauen. Und ab dem Moment war das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in Stein gemeißelt und in der Materie verhaftet. So wie manch einer von uns das schon erlebt hat. Also wer sich mit dem System anlegt, das möchte ich euch auf den Weg mitgeben, wer sich gegen das System stellen will, der stellt sich gegen Gott. Gegen die, ich habe es eh da hinzeichnet, gegen die Tora, gegen das Gesetz, gegen die Bundeslade. Der Bundeskanzler heißt nicht umsonst Bundes, so wie seine Freunde in die Straßen, die Bundesstraße und der Bundespräsident. Und dieser ewige Bund ist es, der die Menschen in Schach im Joch hält. Im Joch. Diese Welt ist eine toraisch geführte, katholisch verwaltete, religiös und sprachlich zerspaltene Menschheit, die in Wahrheit alle dasselbe sind. Sag mir, alle Menschen sind zwei Augen, die da rausschauen und sagen, wer bin ich? Würde ich dich treffen, würde ich sagen zu dir, you. Ich, you. Und Idee, Damen, de, I, you, de. Das sind wir. Würden wir uns einfach was ausmachen miteinander, dann sind wir im Wesentlichen im Einklang, da wo nur mehr Klang ist, da wo keine Geschichte mehr erzählt und keine Religionen mehr gibt, keine Konventionen sind, nur Klang. Da hast der Effekt, ich und du, Müllers Kuh, I, you, de. Wir machen sich etwas aus. Das zählt. Der Mensch als Handschlagqualität. Da ist jeder Mensch ist es. Und dann kann er im Judentum als umzingelter, im Gewand Christi Neugeborener, sich selbst identifizierender Bastard zwischen Vater, Staat und Mutter Kirche, natürliche Person im Namen des Vaters genannt, Religionsfreiheit aussuchen und Moslem spülen. Da ist er lang Christ und er war ursprünglich Jude. Und die glauben, sie stehen nebeneinander. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass alles eins ist. Die Frage ist nur, was ist in was drin? Babuschka, Babuschka. Oder Matruschka, wie es heißt. Ne? Jetzt steht da J-He-Wa-He. Tetragrammaton, der unaussprechliche Name für Gott. Aber das ist ja keine Gottbeschreibung, das ist ein Klangeffekt. Gott kann man nicht aussprechen, weil das ist alles. Ne? Du kannst nicht alles auf einmal sagen, das geht nicht. Aber J-H-W-H-E ist super. Wer würde das anders aussprechen, dann heißt das nichts anderes als I-J-T-W-H-E. Kleine Kinder und Tiere werden das verstehen. Und das heißt so viel wie ich rede von Wahrheit. Wahrheit. Ja, was ist das? Iote Wahe. Verstehst? Und witzigerweise, dieses Wahrheitsprinzip ist komplett verloren gegangen, weil der Mensch nicht in Wahrheit ist. Er ist im Recht. Und Recht ist nicht Wahrheit, Recht ist Fiktion. Fiktion ist der Rechtssatz, der eine in Wahrheit nicht bestehende Tatsache als bestehend behandelt. Alles, was Recht ist, ist fiktiv, das ist nicht Wahrheit. Iote Wahe. Und diese Welt ist folgendermaßen konstruiert, nur dass ihr euch auskennt. Ganz oben, das liest man ja von rechts nach links, J, He, Wau, He. Und das sind vier Hierarchien. Das erste ist J. J heißt irgendwie so die Anbindung nach oben, die Verbindung zu Gott, der linke Winkel. J ist ein linker Winkel, dann L der rechte Winkel ist. J. Und link, ein Link ist eine Verbindung, das wissen wir ja aus dem Internet. J, die Verbindung nach oben, meistens unsichtbar. Und dann kommt noch Zion,
Das war jetzt quasi der Dome. Welcome to the Dome. Kabbalah oder Kapelle genannt. Und darunter operiert die katholische Kirche als Tochter Zion im Namen des Vaters, alle Menschen registrierend, zusammenscharrend, universale Kirche spielend, das Recht gebend und zusammenleitend. Das macht die katholische Kirche. Da ist das Oberhaupt der Papst, wissen wir. Und diese katholische Kirche generiert Recht. Das römische Imperium heißt es. Und dieses römische Recht kann man dann sich selbst geben als Menschheit und kann sie verfassen. Und diese Ebene noch, he war die Kirche, ne? J, Judentum, he, Kirche, IHS, Heiliger Geist oder Gehe, Imnis des Glaubens. Und dann kommt Vau, J-He, Vau. Vau heißt auf Englisch, ich gelobe. Ich leiste einen Eid, ich schwöre. Und wenn man die Verbindung suchen geht, ihr wisst ja, wer auf den Papst aufpasst. Die Schweizer Garde. Und da ist die Verbindungstüre, ne? Über die Schweiz, über die Eidgenossenschaft, trifft sie diese nächste Hierarchie nach unten in die Vau-Ebene. Das heißt, alles was im Judentum, und jeder Mensch ist Jude ursprünglich. Dann hat man ihm die Religionen erklärt und hat dann im Glauben an seinen Gott sich verfasst. Und in diese Vau-Ebene, da kann er nur eine, wenn er einen Eid leistet. Da muss er einen Eid leisten. Jeder Diener, der einer Hoheit dient oder Hoheitsgewalt übertragen kriegt, muss einen Eid leisten. Er muss bei der Eidgenossenschaft dabei sein. Vau. Naja, und drunter kommt das letzte weibliche, das zweite He. Und das ist der einzelne Mensch in der Registratur, der einzelne Bürger, das einzelne He, Rz, wo du dich mit dem Vaterland verbindest. J, He, Vau, He. Judentum, katholische Kirche, Staatswesen, Bürgertum. Mehr ist nicht. Und es ist alles in einer Hand, das allsehende Auge, da steht J, He, Vau, He drüber. I, J, He, Vau, He. Könnt ihr mir glauben? Nein, braucht ihr es nicht glauben. Überlegt euch das selber, das Puzzle. Baut euch das zusammen. Aber ihr dürft nichts ausschließen. Ihr müsst alles integrieren. Wir dürfen überhaupt nichts mehr ausschließen, wenn alles eins ist. Und dann bin ich Hebräer. Aber ich erkläre euch, wann man Hebräer ist. Hebräer ist man dann, wenn man zum Beispiel ein Bild an der Wand sieht, was nicht gerade hängt, aufsteht, hingeht und das Bild gerade riecht. Dann ist man gerade Hebräer. Versteht's? Na, vielleicht. Was meint der? Der spinnt. Eb heißt passt. Eb. Eben. Genau. Re ist das, was ich wahrnehme. Mein Spiegel. Re, der Strahl, der zurückkommt. Re. Jedes E-Mail, was das Re zurückkommt. Re. Und R bin ich, wenn ich was mache. R, da bin ich der es tut. Der R, der Schöpf R. Und atmen tut der Heilige Geist in mir. Und das macht aus mir an. Eb, Re, R. Eb, Re, R. Versteht's? Das ist nur eine Beschreibung, eine Funktion für den Geist. Wir können solche geistigen Spielchen kurz durchexerzieren, damit wir denken, wieso geht da nichts weiter? Geht schon. Chuck, Brack. Tut sich was bei euch? Nein. Ach, muss ich schon wieder aufstehen. Jetzt hat sie was da. Ching. Was heißt das? Salom. Sal kennen wir als Salz. Aber das ist ja wieder nur eine Funktionsbeschreibung. Ne? Wenn wir sagen Salz weiß ja nicht, dass es Salz heißt. Sondern es ist nur eine Beschreibung, ein Wesen, das wir benennen mit dem Kristall da. Sa, ohne das L, sa
konnte man hören als Aufforderung, es ist immer schwierig, was zu erklären, ohne das Wort zu verwenden, die Aufforderung zu sein. Aber sein heißt es schon. Sa in. Sa. Okay? Sa. Und es hat was mit Wahrnehmung zu tun. Sa. Sa. Das heißt so viel wie gestalte oder sei eine Rechtwinkeligkeit. Sei ein rechter Winkel. Und der Andreas Körber kann euch das vorrechnen, dass im rechten Winkel alle Schöpfung passiert. Die 90 Grad, die diese 89 Räume schaffen, worin dann Schöpfung, Creation passieren kann. Es geht nur im rechten Winkel. Und der rechte Winkel heißt recht, richtig. Also wenn wir richtige, aufrechte Wesen sein wollen, dann sind wir selber ja ein rechter Winkel mit unseren Füßen. Unsere Füße und unser Rückgrat sind ein rechter Winkel eigentlich. Wir sind ein L. L. Leben heißt es. L-E. L spiegelt sich nach Le und Ben heißt Sohn. Leben. Das ist das lebendige L. Elohim. Ich kenne ja wem. Ja. Sa-L. Das heißt, sei, gestalte einen rechten Winkel. Om. Das ist der Mensch. Sal-Om. Das heißt so viel wie, mach's richtig. Sei richtig, sei recht, Mensch. Anderes Beispiel. Ein Ö-Fa. Om-Eka. Ja, A-Ö-Fa. Ein L geschieht und der Mensch macht's gut. A-Ö-Fa-Om-Eka. Öl. Das sind wir, wenn wir umeinander rennen mit unseren wie le, öl, e, wie öl, ich wie öl, ich so öl, ich so öl, ich wo öl, sollen wollen. Das ist L, L, L-Bogen, L. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass L, L ist das, was ausgeglichen wird die ganze Zeit. L wird egalisiert vom Menschen. Öl. A-in-fa-l. Verstehst? Das ist das, was uns einfällt. Gott fällt ein. A-in-fa-l. Fahre heißt machen, tun, fa. Und nur ein Beispiel. Gestalte einen rechten Winkel gegenüber zu dem, was ist. Das ist eine Aufforderung, den Geist zu aktivieren, und selber aufrichtig und aufrecht durchs Leben zu rennen. At ill and is. Das ist keine Ortsangabe. Und das ist schon gar nicht Geschichte, sondern das ist ein Zauberspruch. Das ist eine Bewusstseinsrichtungsweisung. At ill and is. Und es geht über Go-ill-gata. Go. Go-l heißt ja Ziel. Goal, Tor. Go. Go kommt von wo? Von Og. Og, Schreck, O Schreck. Og. Jetzt hängt er schon wieder, der Haverer. Dadurch, Og. Og, jeder Lift weiß, dass Og Obergeschoss meint. Oberstübchen, könnte man sagen dazu. Jeder von euch hat sowas. Jeder von euch ist sowas. Sol, könnte man sagen, ist die Abkürzung für Sonnenlicht. Der Spanier benennt es so und sagt Sol. Og und Sol. Würde man jetzt jeder a so ein Og haben, und das ist das. A, Og. Das ist in der Mitte des Kopfes und schickt Licht. Das sogenannte Aogenlicht. Aog. Obergeschoss. Oberstübchen. Zirbeldrüse. Manche sagen drittes Auge, aber es ist eine Beleidigung. Es heißt das Auge. Aog. Und würde man dieses eine Og
mit Sonnenlicht verkuppeln, dann vermischen sie die zwei. Gelartig, das vermengt sie und macht Gel. Gel. Was kommt da außer für ein Klang, wenn man die vermischt? Ja, Sogol zum Beispiel. Einfach in Sonnenlicht ein Auge. Sogol. Und ich überlasse es euch, die Wirkung jetzt zu erraten oder zu erspiegeln. Was kommt da außer? Logos. Aller Anfang ist schwer, heißt es. Und die Schwernis besteht darin, dass man sich da noch riecht, dass man einfach einmal am Tag, wenn es geht, in die Sonne schaut. Wir sind solare Wesen. Und man hat uns eingeredet, wir müssen uns vor Sonne fürchten, aber das ist ein Blödsinn. Wenn Logos der Anfang ist, dann sollte man das beginnen. Das Om-Symbol, ihr kennt es vielleicht, sagt uns das. Aber dazu muss man aufrichtig sein. Nur aufrichtige Wesen werden im Om-Symbol die Botschaft erkennen. Man muss es dazu nämlich aufrichten. Um am besten einen rechten Winkel. Und das schaut dann so aus. Und dann siehst du, dass dieses Om-Symbol genau diese Botschaft tragt. Du solltest mit dem Auge nach Sonne guckst du und dann wird dein Herz aufgehen. Das ist die Darstellung von dem Symbol. Und das heißt nicht 30, das heißt Om. Jetzt kann man es sogar lesen, ne, wenn man es so hinschreibt. Om. Sungazing möchte ich euch ans Herz legen. Sungazing. Ich habe jetzt da noch zusammengetragen, was Israel bedeutet, damit man das nicht verwechselt mit der aktuellen Geopolitik oder mit einer Religion. Israel bedeutet so viel wie, wenn es das übersetzt, Gott streitet, in Klammer, für uns, Klammer zu. Oder ich streite mit Gott, in Klammer, an meiner Seite, Klammer zu. Vorsicht. Israel. 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 Googelt es einmal daheim, Supreme Court of Israel. Ihr werdet dort eine Pyramide finden, die umbaut ist von einem riesengroßen Gebäude, das heißt eben Supreme Court of Israel. Und dort werden wir die höchste Judikative auf dem Planeten finden. Die Tora. Die dann durchgereicht an die Tochter Zion, die katholische Kirche, die vatikanische römische Rota wird. Aus der Tora wird die Rota und ist die höchste Gerichtsbarkeit im Vatikan. Ist zuständig für physische Personen, die keinen Oberen unterhalb des Papstes haben, also für einen Freeman. Googelt es, lest es noch, es ist so spannend und es steht alles schon drinnen in die Bücher. Die Frage ist nur, mit was für einem Geiste schaue ich da hin? Weil Freiheit ist auch juristisch definiert. Freiheit ist das Wesen der Freiheit im Rechtssystem ist allgemein die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung. Und der Freeman ist ja der Mensch als geistig-sittliches Wesen in Freiheit. So ist es definiert. Das Problem ist die Definition von Freiheit. Weil da steht, Freiheit ist die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung, ihre geistige Voraussetzung. Oje. Und da steigen dann die meisten Menschen aus. Das ist ein geistiges Ding, was wir da machen, eine geistige Reise. Geist, das ist Spirit. Das hat was mit Spirituality zu tun. Nicht mit Rechtswissenschaften, sondern mit Spiritualität. Zurück zu Gott. Da, wo Gott ersetzt wurde durch diesen rechten Winkel im Außen, die Justitia. Wo kommt es denn? Da kommt es eh schon daher. Die Justitia, wie ihr wisst, ist blind. Hoffentlich. Zumindest äußerlich. Aber sie hat ein Schwert dabei und eine Waage. Und was ist das wohl für ein Schwert, glaubt ihr? Wie ist das Schwert von der Justitia zum Betrachten? Ist das ein Henkerschwert? Wird man damit ermordet? Oder ist es vielleicht eher im übertragenen Sinne zum sagen, weil die Waage ist ja auch keine Waage, sondern das ist ja eine Waage.
alles sehr vage. Das Schwert des Geistes hat sich vor vielen tausenden Jahren in die Materie begeben. Der Effekt wird bei uns genannt, zum Beispiel Kain und Abel, wo der Abel erschlagen wird von einem Stein. Also löst der Stein den Abel ab. Der Geist geht in die Materie. Aber das ist ein bisschen weit hergeholt. Der Moses, eindeutig, der Geist geht in die Materie, wird zu Stein. Und was in Stein gemeißelt ist, ob das, das ist jetzt das Wort Gottes. Der Jesus hat genau dasselbe da. Der Jesus hat dem Petrus die Schlüssel gegeben. Und Petrus heißt Felsen. Der Geist geht in den Stein. Das ist immer dieselbe Story. Und wisst, in Wahrheit hat ja der Moses zum Pharao, ich bin fast fertig, danke. Der Moses hat zum Pharao auch nichts anderes gesagt als Abraham. Weil Ra ist die Gefangenschaft der Israeliten in Ägypten, Sonnengott, Ra. Und von da wollen wir jetzt bitte nach Hause gehen, da wo wir hinkehren. Der Mensch als Wesen, nach Hause. Abraham. Das heißt es. Das ist kein Typ. Das ist eine Beschreibung, eine Funktion in uns. So wie Sol om on oder Sal om on. Das sind Geistesbeschreibungen. Keine Menschen. Und da haben wir jetzt noch, ich darf das sagen, weil das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das in die Materie gegangen ist, da gibt es gerade einen aktuellen Film dazu, wie das Schwert des Geistes wieder rauskommt aus dem Stein. Und das ist der Gebrauch des Herzens, Art-Us, und der kann das Schwert des Geistes aus dem Stein wieder rausziehen. Das gelingt nicht an jeden. Und der Artus wollte das ursprünglich ja gar nicht, ich wollte das gar nicht, aber das passiert gerade. Wir nehmen dieses Schwert, das Feuer des Geistes, wieder aus dem Stein raus, aus der Materie und sagen, danke für die Leitung, wir übernehmen selbst. Wassermann, Uranus-Bewusstsein. In diesem Sinne, die wahre Botschaft, das Wesentliche im Großen und Ganzen heißt nur, Herz auf zum Streiten. Herz auf zum Streiten, das ist das Wichtigste. Es ist alles in einem, ein großer göttlicher Plan, der da abläuft, so wie jeden Tag in der Früh hell wird. Wird auch jetzt gerade in einer viel größeren Dimension hell, aber geistig. Und das kann keiner verhindern. Es ist schon oft passiert, sonst gab es diese Geschichten alle nicht. Ist nicht das erste Mal. Aber wir brauchen nur cool bleiben, relaxen und nicht streiten. Und wenn streiten, dann Herz auf. Ist doch schön, ne? Ich und du, das heißt halt miteinander. Zwar ich, und der Strich dazwischen, ein goldenes H, bitte sehr. Golden Age heißt das auf Englisch. Das goldene H. H, 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 H. H, Atem, Verbindung. Und das kommt jetzt auf uns zu. Da wo jeder Mensch sie ist, einfach mit dem anderen aus dem Herz ausmacht. Und in der Zwischenzeit, solange die anderen Menschen noch nicht so weit sind, und da muss man wirklich davor reden, von nun nicht. Und das ist keine Herabwürdigung oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Zeitangabe von, wie munter ist der Einzelne schon. Ja, der eine wacht auf und ist voll da und der andere braucht eine halbe Stunde. Und so geht es die Menschen auch gerade geistig. Und es laufen so viele davon in Angst und Schrecken, weil sie nicht wissen, was gemeint ist. Aber in Wahrheit, ja, haben wir es eh schon geschafft. Wir brauchen es nur durchdrucken, durchhalten. Und ja, das andere wenn wir dann in ganz andere Dimensionen erleben. Das können wir uns alle nur erträumen. Die Märchen verraten uns da mittlerweile viel mehr als die normalen Nachrichten. Weil ich glaube da, ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Wahrheit, ich glaube an die Märchen, ich glaube an das viel mehr als an alles andere. Da kannst du viel mehr rausholen. Bitte tat's das auch, das ist witzig, Sungazing und Salt-Lutsching. Halit lutschen und in die Sonne schauen. Am besten in der ersten oder letzten Stunde des Tages und dabei einfach schöne Gedanken denken. Der Rest passiert von selben. Das heißt,
Channeling. Genau. Hey, danke. Danke, pfiat euch, wir sehen Sie. Das steht da. So viel dazu. Und falls wer Fragen hat, können wir ja nachher noch beim Podium dingsen. Yeah! Jetzt stehe ich wieder auf. Puh. Vielen, vielen Dank, Joe. Immer wieder eine Freude, dir zuzuhören. Ja, es, wie schon, ich wusste gar nicht, ich muss das nach Vorarlberg tragen, weil wir glauben ja wirklich, dass Vorarlberg daher kommt, weil wir vor dem Adelberg sind und nicht, dass wir Radl retten. Also vielen Dank für diesen Gedanken. Das habe ich vorher gesagt zu einem, ob er nicht Vorarlbergen kommt, wenn er aus Vorarlberg ist. Ne? Wenn er Vorarlberger ist, dann kann er Vorarlbergen. Aber das hat er nicht. Das braucht eine Zeit. Also ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, bis es ankommt, aber Vorarlbergen, ihr versteht es dann mit der Zeit. Es kam auf jeden Fall auch bei mir an. Nochmal herzlichen Dank, riesengroßen Applaus für Joe Kreisel, Freeman. Das erste Okidok-Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.